Na, dann fangen wir mal an mit euren schlüpfrigen Fragen. Pupst ihr voreinander? Si, Senor. Als ob nicht, ey. Ja, also wir sind jetzt nicht die Leute, die irgendwie furzen und dem anderen die Decke über den Kopf ziehen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das voneinander verstecken und uns dafür schämen oder so. Ich glaube, nach 7, 8 Jahren ist man es einfach, also man kann es ja nicht ewig verstecken. Wir warnen uns eher, wenn jemand vielleicht den Raum verlassen sollte. Oder das Gebäude. Was mit damit? Hat jemand schon mal den Jahrestag oder Geburtstag vergessen? Geburtstag habe ich, glaube ich, noch nie irgendwer bei uns beiden vergessen. Das fände ich auch ziemlich krass, ehrlich gesagt. Ist auch nicht schwer, weil wir ziemlich zeitnah Geburtstag haben. Man redet ja auch meistens Tage vorher über den Geburtstag. Wie würde man den vergessen? Wisst ihr, das ist so wie, man vergisst ja auch nicht Weihnachten. Aber Jahrestag hat sie auf jeden Fall schon mal, also sie hat das Datum vergessen. Aber den Jahrestag haben wir beide schon mal vergessen. Sie hat den Jahrestag selber nicht vergessen, weil ich sie daran erinnert habe, aber sie hat lange das Datum nicht immer richtig auf die Reihe gekriegt. Kevin würde eher dran denken als ich. Was war eure bisher schwierigste gemeinsame Entscheidung, die ihr treffen musstet? Schwierigste gemeinsame Entscheidung? Ich habe die Frage vorher schon gelesen und habe richtig lange darüber nachgedacht. Mir fällt noch nicht mal ein Beispiel für eine schwierige gemeinsame Entscheidung ein. Mir ist nicht so richtig eingefallen, außer halt diese Entscheidung, wo und wie wir wohnen wollen. Also das zieht sich... Aber ich habe das Gefühl, dieser Entscheidungsprozess war für mich auf jeden Fall viel schwieriger als für Kevin. Dem war das nicht so wichtig, so wie, okay, wenn sie rausgefunden hat, was sie will, dann gehe ich einfach mit, weil mir ist es wurscht. So ein bisschen war das, glaube ich, war das bei ihm. I don't know. Wir haben jetzt schon 2 Jahre lang darüber diskutiert, wie wir weiter vorgehen sollen. Und es hat wirklich jetzt so 2 Jahre gebraucht, um eine Entscheidung treffen zu müssen. Und jetzt war die Entscheidung aber ganz leicht. Ich glaube, wir haben vorher noch nie so eine schwierige Entscheidung getroffen, weil uns eigentlich alles immer relativ leicht fällt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich würde sagen, als wir unsere Hunde geholt haben, als wir dann da vor Ort waren, sich für einen Hund zu entscheiden. Wie sieht euer Streitverhalten aus? Ist da ein Muster oder eine Rollenverteilung? Ja, auf jeden Fall. Es ist meistens nie wirklich super krasse Streits, deswegen ist es eher, wir zicken uns an. Das typische Muster bei uns ist, ich bin aggressiv und mach was kaputt. Nee, wobei, das ist eher, da streiten wir uns nicht selten, sondern da bin ich nur schlecht drauf. Wann? Weiß ich auch nicht. Was ist denn unser Streitverhalten? Wir gehen uns dann erstmal eine Stunde aus dem Weg und danach kommt einer von beiden und sagt, tut mir leid. Und dann hat sich die Sache gegessen. Meistens ist es dasselbe Muster. Ich raste aus und bin aber relativ schnell wieder unten. Also es ist einmal so ein Gefühlssturm und dann ist alles wieder gut. Also relativ schnell, dann kann ich auch sofort mich entschuldigen, verzeihen, bla bla bla, weil so die Power raus ist. Und dann geht's bei Kevin aber erstmal los, weil bei ihm dann alles brütet, was ich gerade gesagt habe. Und dann finde ich es natürlich scheiße, dass er sich jetzt nicht mit mir vertragen will, aber meistens ziehe ich mich dann zurück und warte so 1-2 Stunden und dann hat er sich auch wieder beruhigt. Außer der andere war wirklich sauer, dann sagt der, ja, ist okay, und dann geht's aber noch eine halbe Stunde kalter Krieg weiter oder so. Aber gibt's keine besondere Rollenverteilung oder so. Und ansonsten ist Kevin auf jeden Fall der diplomatischere, also ich bin auf jeden Fall irrationaler. Und Kevin streitet eher aufgrund von wirklichen Fakten. Ja. Ich bin auch manchmal der Meinung, dass meine Fakten Fakten sind, aber ja, wenn man so viel Emotionen reinbringt, dann fühlt sich irgendwann nicht mehr an wie ein Fakt, sondern wie ein Nervenzusammenbruch. Wie geht ihr mit den Launen des anderen um? Tipps und Tricks. Normalerweise versuche ich immer einfach fürsorglich zu sein, aber es ist natürlich auch situationsbedingt. Wenn sie jetzt einfach geladen auf 180 wegen irgendwas ist, was nicht ich bin, dann gehe ich halt einfach erstmal aus dem Weg, weil ich meine, ich kenne es von mir, wenn ich auf 180 bin, ist mit mir auch nicht vernünftig zu reden. So, es funktioniert dann nicht. Ich will dann meckern und ich will dem Gegenüber, dass er sich genauso fühlt wie ich, unterbewusst. Da würde ich auch jedem raten, geh mir lieber aus dem Weg. Und deswegen lasse ich ihr dann ein paar Minuten, um sich abzureagieren oder was auch immer, und dann gehe ich zu ihr hin und sag, los. Wenn er launisch ist, dann hat das meistens nicht mal eine Ursache. Das ist einfach so eine, wie so eine Morgenmuffeligkeit, ob sie jetzt nun morgens oder sonst ist. Und das Beste ist einfach in Ruhe lassen. Nett sein und in Ruhe lassen. Meistens gehe ich ihm einfach aus dem Weg und der fängt sich meistens von selber. Früher habe ich dann immer auf ihn eingeredet und wollte irgendwie ihm klar machen, wie schön das Leben ist. Und das ist auf jeden Fall definitiv das Falsche. Und deswegen lasse ich ihn mittlerweile in Ruhe und lasse ihn auf mich zukommen. Oder ich mache ihm richtig schlechtes Gewissen und drehe den Spieß um und dann merkt man, dann wird er richtig unsicher und weiß nicht mehr,
ob er gerade was falsch gemacht hat oder nicht. Was ist das Wichtigste, das ihr vom anderen gelernt habt? Das ist super schwierig, weil ich habe richtig, richtig viele Sachen von Kevin gelernt. Ich habe so viel von Jaco gelernt. Jetzt da zu überlegen, was das Wichtigste ist, ist... Weil wir echt so Pole, also so Gegenpole sind. Da lernt man ja immer super viel von der anderen Seite, wenn man sich darauf einlässt. Selbstvertrauen. Also jetzt nicht, dass ich vorher kein Selbstvertrauen gehabt hätte. Aber Jaco hat mir gezeigt, was es heißt, an sich und seine Ideen zu glauben. Also es sind ganz viele Sachen, aber ich würde alles so unter diesem Aspekt von Ruhe und Zufriedenheit verbuchen. Also Kevin ist immer ganz viel im Hier und Jetzt und nimmt Sachen nicht so ernst und lässt auch mal schleifen und hat nicht so Zukunfts- oder Existenzängste und legt keinen besonders großen Wert auf Geld. Also Kevin ist eher so der spielerische Typ im Leben und auch wenn mich das richtig krass auf die Palme manchmal bringen kann, weil es Situationen im Leben gibt, wo jemand, der vielleicht stressiger wäre, in der Situation auf jeden Fall lösungsorientierter wäre, ist das genau das, was ich meistens brauche. Und das ist so ein Gegenpol, ja, von dem ich auf jeden Fall schon eine Menge gelernt habe. Und ein bisschen soziales Verhalten. War ich nicht so gut drin früher. Was würdet ihr euch wünschen, was der jeweils andere nicht mit in die neue Wohnung nimmt? Ich gucke mich jetzt gerade in ihrem Zimmer hier um, weil, also es... Ich habe das auf jeden Fall kitschiger als ich. Also ich bin eigentlich schon relativ kitschig, aber Kevin ist halt so Jesus und Maria-Statuen und 1 Million Buddhas und Hindu-Figuren in 1000 verschiedenen Goldtönen und dann noch ein großes Bild von Maria. Und eine Pfeifensammlung und dann daneben aber Masken von Star Wars, also so Trash-Crossover-Overload. Was ja eigentlich auch ganz cool ist und das ist alles okay, das kann er gerne alles mitnehmen. Ich habe keine Ahnung. Es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, bitte lässt du das hier. Ich wette, sie hat jede Menge Sachen, wo sie sagt, oh. Das Problem ist eigentlich nichts Bestimmtes, was ich nicht will, was er mit in die neue Wohnung nimmt, sondern die Angst davor, wie viel es werden wird, wenn wir erst in der neuen Wohnung sind, weil Kevin auf jeden Fall ein Sammler ist. Und ich bin so... Alles weg, was geht. Los, Secondhand, Altkleidersammlung. Und Kevin möchte eigentlich gerne, glaube ich, noch so eine extra Garage mieten, wo er so seine Pfeifen drin lagern kann. Was macht ihr am liebsten mit und was ohne den jeweils anderen? Zum Beispiel Haushalt mache ich sehr gern alleine. Ich koche auch sehr gerne alleine, höre einen Podcast oder so. Also mit Jaco zusammen auf jeden Fall am liebsten reisen. Reisen und Unternehmung würde ich jetzt sagen. Im Grunde genommen so diese ganzen meditativen Sachen, so wie Putzen, Körperpflege, spazieren gehen, mache ich total gern alleine. Ja, alles, wo man so viel denken und überarbeiten kann, die typischen Situationen, wo man auch vielleicht einen Podcast hören würde oder eben Dinge durchdenkt, die mache ich sehr gerne alleine. Was ohne? Kacken. Zum Reisen braucht man Schuhe, zum Kacken braucht man Ruhe. Zum Reisen brauche ich aber Jaco. Und Schuhe. Ich unternehme einfach gerne Dinge mit ihm. Ich gucke gern mit ihm Filme, mache mit ihm Filmeabende. Was ist das Geheimnis eurer Beziehung? Wie habt ihr es geschafft, euch so aufeinander abzustimmen? Da gibt's kein Geheimnis. Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, wo wahrscheinlich 2 Millionen Sachen einspielen. Wir sind im Herbst 8 Jahre zusammen. Das ist eine unfassbar krass lange Zeit. Da muss man jetzt mal drüber nachdenken, dass wir fast 1 Jahrzehnt Zeit hatten, uns aufeinander abzustimmen und es immer noch tun. Das Geheimnis heißt Kompromissbereitschaft und Egoismus in Maßen. Und was mir auf jeden Fall geholfen hat, und ich glaube, da war ich auf jeden Fall die größere Baustelle, ist, ich habe mich wirklich darauf eingelassen, zu akzeptieren, dass er anders ist als ich. Erstmal, dass man zum Beispiel nicht ständig aufeinander hängen muss, also dass man nicht alles gemeinsam machen muss. Es gibt ja auch so Situationen, hatte ich früher auch gerade am Anfang von Beziehungen, dass man so will, dass der andere seine Hobbys auch liebt und sowas. Und dass das einfach nicht sein muss. Und dass manche Leute zum Beispiel etwas stressiger sind als andere, dass manche Leute vielleicht nicht so produktiv sind wie andere, dass manche Leute vielleicht in Streitereien nicht gern von Anfang an alles ausdiskutieren, sondern ein bisschen mehr Zeit brauchen. Also das mussten wir so alles voneinander lernen und versuchen halbwegs uns treu zu bleiben und trotzdem dem anderen entgegenzukommen. Wenn ich manchmal höre, woran sich Beziehungen aufhängen, weil der eine macht dies so gerne und der andere, keine Ahnung, denke ich mir, Alter, Leute,
setzt euch hin, redet miteinander, findet einen Kompromiss. Es ist nicht so schwer. Wenn man es will, dann schafft man es auch. Wie zum Beispiel beim Streiten, dass ich ihn jetzt in Ruhe lasse, wo ich früher hinterhergelaufen wäre und auf ihn eingeredet hätte, bis es endlich geklärt ist. Und heutzutage weiß ich halt, alles wird gut. Ich habe Vertrauen da drin. Er ist mir 8 Jahre nicht weggelaufen. Wenn ich ihn jetzt eine Stunde in Ruhe lasse, wird er mir wohl auch nicht weglaufen, sondern mir eher dankbar dafür sein. Also eigentlich ist das Geheimnis, dass beide wollen. Weil wenn einer nicht will, dann wird das auch nichts. Wenn der andere ein Tier wäre, welches wäre er? Haben wir letztens drüber gesprochen. Also auf jeden Fall irgendwas sehr Langsames. Ich habe zu Jaco gesagt, das ist für mich so eine so ein Gazelle, Antilope oder ein Reh. Eine Schnecke oder ein Faultier. Wobei, Kevins Patronus ist ein Karpfen. Und ich nenne ihn ja immer Lamm. Also er könnte auch ein Lamm sein, weil er so unschuldig ist. Es wäre auf jeden Fall etwas sehr Unschuldiges, sehr, aber auch sehr Langsames. Reh, Gazelle, Antilope. Ist ja eher als das Gleiche. Boom! Klappe zu, Affe tot! Schnitt!